ich schon 16 Minuten Film abgedreht und ich glaube gar nicht, was mir passiert ist. Ich habe es nicht gedreht. Ich habe drauf geguckt, ich denke, die läuft. Und sie läuft nicht. Ich sollte vielleicht doch mal den LCD-Bildschirm zu mir rumdrehen, um zu sehen, ob die Kamera auch wirklich aufnimmt. Worum es geht, ist das helle Temagami, welches mir meine Frau zu Weihnachten geschenkt hat. Und dieses Messer stand schon so lange auf meiner Liste, dass ich gar nicht sagen kann, was zuerst war. Die Frau oder das Messer. Ich glaube, es war die Frau. In dem ersten Video, das ich ja trotzdem hochgeladen habe, das war ein Tag nach Heiligabend. Und verzeiht mir, wenn meine Frau und ich zusammen irgendwo sind oder draußen sind, irgendwas machen. Sie sammelt übrigens auch Messer. Also ich habe ihr das PLS G2 von Dave Canterbury geschenkt. Wenn wir irgendwie was machen, ist egal was. Wir schaffen es nicht, 10 Minuten ernst zu sein. Wir verarschen uns gegenseitig. Das ist manchmal unerträglich für andere Leute. Vor allen Dingen für ihren Sohn. Der rollt da mit den Augen so. Naja. Aber folgendermaßen, sie hat das PLS G2 von mir bekommen. Ich hatte das als Foto gepostet bei Facebook. Und sie schrieb: "Oh, mein Messer." Naja, ist ja bald Weihnachten, ne? Hätte ich geschissen. $200. 24,95 Porto und Verpackung und auch mal ca. 45 Euro. Ja, Einfuhrgebühr. Wobei Einfuhrgebühr auch bedeutet, man zahlt Steuern auf die Postgebühren in Amerika, für die man schon in Amerika bezahlt hat. Also man zahlt doppelt und dreifach. Naja gut, hast du geschissen, wenn du irgendwas in Amerika haben willst, was was kostet, musst du doppelt und dreifach bezahlen. Und irgendwann mal hatte ich dann mal so aus Jux dieses Thema Gami, was mir schon länger am Herzen lag, gepostet, von wegen hier so ein Traummesser von wegen, und sie schrieb dann: "Das ist dein Weihnachtsgeschenk." Naja, sollte ich schnell sagen. Auf der einen Seite, das kostet ein Heidengeld. Auf der anderen Seite, natürlich im Heller mit. So, folgendermaßen, also wir hatten am ersten Feiertag ein Video zusammengedreht. Ich habe jetzt hier mal heißes Wasser vorbereitet, um Tee zu machen. Und mir war das ganz besonders aufgefallen, als ich mal so spaßenshalber nach dem Videodreh für das helle Temagami Review 1 bei ihr abends so kleine Cocktailtomaten. Ich gucke da meine Kirschtomaten. Ich habe das mit einem normalen Messer 5-mal geschafft und ich habe das mit dem Temagami. Habe ich so eine kleine Cherry-Tomate 12-mal geschnitten, weil ich da keinen Druck ausüben muss und somit also die Tomate verbreitere. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt mache ich das. Eine Zitrone. Ich übe echt keinen Druck aus, nur ein minimales, klar muss man ein bisschen machen. Selbstverständlich. So, das mache ich mal hier auf Seite. Das nehmen wir ja wieder mit. Das ist doch logisch.
Und das Thema Gami geht auch durch die durch die Kernchen sieht nichts. Da kann man fast durchgucken, oder? Der Zitronentest ist selten. Ah. Aber es schmeckt toll. Ich sag's ungern, aber es schmeckt toll. Also. Es geht wirklich durch für Butter, aber wundert euch nicht, wenn ihr durch solche Sachen wie die Zitronen geht. Oder ja, alles, was Säure drin hat. Ihr werdet euch wundern, das Messer läuft an. Das ist Carbonstahl. Es läuft an. Ihr bekommt eine Patina aufs Messer. Ihr habt aber auch den Einfluss drauf, wie die Patina aussieht. Und sie ist wirklich, wenn man sich drum kümmert, ist sie wirklich passend zum Messer. Und das kommt jetzt hier rein. Das Wasser ist eh schon wieder etwas abgekühlt. Sachen so mit Vitamin zu machen sind bei plus 60 Grad perfekt. Alles, was darüber hinausgeht, da gehen die Vitamine kaputt. Das wollen wir nicht. Ne? Das nehmen wir auch nachher wieder mit. Das ist so ein schönes, leckeres, großes Stück Zitrone. Kann man sich prima so reinhauen. Und mein Gesicht sagt, spricht 1000 Bände, aber das ist nur Show. Das ist nicht schlecht. Schlecht ist es nicht, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich lebe. Hui! Na, aber ich habe ja noch ein bisschen was mehr mitgebracht. Da kommt ja nicht nur Zitrone in den Tee. Da ist es. Das ist Ingwer. Ingwer. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Wie dünn der Ingwer geschnitten ist. So, Ingwer ist, wer schon mal Ginger Ale getrunken hat. Ginger Ale oder Ingwer heißt im Englischen Ginger. Und Ginger Ale ist nichts anderes als so eine Art gesüßtes Ingwerwasser. Und es ist sehr gesund. Oder sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall nicht ungesund. Wie gesagt, das nehme ich nachher alles wieder mit, gar keine Frage. Und es regt die Fettverbrennung an. Und das habe ich eigentlich im Augenblick auch ein bisschen nötig, weil ich vor 2 Monaten mit dem Rauchen aufgehört habe. Und dementsprechend leider auch ein bisschen zugenommen habe. 15 Kilo in 2 Monaten. Das ist eine Menge Holz. Das sieht man hier und sieht man hier und sieht man da. Aber gut, gehört dazu. Ich sterbe lieber dick, als dass ich irgendwann Krebs verrate.
das geht auch wieder. Das ist auch eine innere Einstellung, ob ich mal irgendwelche Sachen auch mal sage, ne, das muss ich jetzt abends nicht mehr haben. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich wollte eigentlich über das Messer reden. So, ihr habt gesehen, also solche Haushaltssachen, die schneidet dieses Messer wie nichts. So ein Sandoku-Messer, was ihr in der Küche habt, das kann noch so scharf sein. Ein helle Messer, oder heller Messer, das ist, die sind unglaublich scharf. Und so wie ich die ganzen Reviews mal gesehen habe, wohl auch das Schärfste. Also ich habe es von meiner Frau geschenkt bekommen jetzt an Weihnachten und sie sagt mir nicht, was sie bezahlt hat. Sie sagt, sie hat es günstiger bekommen, als ich mir das vorstellen kann. Und ich kenne die Preise und ich denke, die nimmt mich auf den Arm, damit sie nicht, damit ich kein schlechtes Gewissen habe. Sachen ausmale und an einem Punkt ankomme, wo ich dann den Faden verloren habe. Das passiert wohl auch bei Politikern, wenn die etwas älter sind. Na gut. Also das Helle-Thema Gami kam mit dieser typischen Scheide daher. Ich hatte die jetzt schon auch im ersten Thema Gami Video gezeigt. Der typischen nordischen Scheide, die für Rechts- und Linkshänder gleich zu tragen ist. Das heißt, Rechtshänder haben dann das Messer so und Linkshänder haben dann das Messer so, weil dann das untere Griffstück nach hinten zeigt. Von daher ist das Rechts-Linkshänder Scheide. Was mich daran gestört hat an der Scheide war, dass hier unten Nähte sind, das heißt Schuppern beim Gehen in der Hose. Ja, und dann habe ich mal geguckt in einen Bereich meiner Messer, die ich nicht so benutze, wo ich allerdings die Scheide von habe. Am Gürtel. Das ist die hier. Das ist das Böker Buschbach Plus. Das ist ein Remias Bushcraft Woodlaw Klon. Das benutze ich nicht. Ja, und heute hat es noch nicht funktioniert. Aber in diese Scheide passt das Heller Temagami perfekt rein. Und man stößt sich nicht. Deshalb will ich dieses Messer. Und das ist mein All-Time Favorite. Ich habe noch nie so ein sauscharfes, geiles Messer erlebt. Immer mit dieser Scheide benutzt. So, mein Tee zieht noch. Ein bisschen. Lass mal noch ein bisschen ziehen. Dann kommen wir mal zu den Punkten, die die Bushcrafter so unheimlich gerne haben. Gut. Das normale Schnitzen ist selbstverständlich ganz locker zu erledigen. Wir haben fast einen Tee geflogen, habt ihr gesehen?
ganz kleine Mini-Feather-Sticks. Die mache ich immer von der Spitze nach runter bis zum Griff. Aber nicht so wie andere. Zieh das so runter und schneiden dann ganz viel Material ab. Das ist ja nicht das, was ich damit bezwecke. Diese Mini Löckchen, wie ich sie nenne, die sollen ja sehr einfach zu entzünden sein. Deshalb mache ich die von oben nach unten ganz zart. Und das geht mit diesem Messer echt wunderbar. Es gibt auch Videos, da könnte ich es kotzen kriegen. Die fangen dann an, mit einem Messer zu hacken. Das sogenannte Chopping. Also wo ich ja schon so ein absoluter Fan bin von... Ich muss mal einen Schluck vom Tee trinken, ich habe nicht langsam Durst. Mal gucken, ob ich auch das Schweppes-Gesicht mache, ne? Also Leute, die hingehen und meinen, sie müssen das Ding benutzen wie eine Axt. Das geht auch mit diesem Messer, das geht auch. Weil das ist Schwachsinn. So behandelt man kein Messer. Ein Messer ist keine Axt. Ich habe das Messer vorher schon behandelt. Ich habe darauf eine Mikrophase gelegt, damit es nicht rollt und nicht bricht oder ausbricht. Bei solchen schwachsinnigen Bearbeitungen, weil ich wusste ja, dass ich das zeigen werde. Dieses Messer ist schon ein Arbeitstier, aber kein Esel. Es ist kein Arbeitsesel. Nur ein Esel trischt auf sein Messer ein, als hätte er eine Axt in der Hand. Wenn ich ein Messer, wenn ich etwas benutzen will, um zu hacken, oh, ich bin eine Axt. Da brauche ich kein Temagami zu vergewaltigen. So, dieses Messer ist etwas zum Schneiden. Feuerholz bearbeiten, Schelterbau, feine Schnitzarbeit. Fürs Chopping, Betoning nimmt man sich so eine Axt. Die kostet übrigens eine Wetterlings-Axt, die kostet weniger als dieses Messer. Also benutzt dieses Messer nicht zum Choppen und Betonen. Es geht auch, ich zeig's. Natürlich geht das. Muss ich nur einen schönen Ast kriegen. So. Natürlich geht das. Für feinstes Feuerholz herzustellen, habe ich auch gar nichts dagegen. Ja. Und dann anschließend noch ein paar Feathersticks zu produzieren. Ein paar kleine Engelslöckchen. Überhaupt nichts dagegen. Von 10 Punkten gebe ich diesem Messer glatte 9. Den einen Punkt Abzug, das liegt nur an der Scheide. Die hätte durchaus besser sein können, aber nicht so große Mangelware, sondern einfach nur, dass dieses, was hinten zusammengenäht wurde, was hier dann dran schabt. Das hätte man nach hinten machen können, wie das bei den meisten Scheiden ist, so wie bei dieser hier.
Ansonsten ging es nur um das Messer. Ohne Scheide. Wenn das Messer hier eine glatte 10 von 10 Punkten. Und für bei Amazon zwischen 140 bis 170 Euro plus minus Versand ist das Investition fürs Leben. Und ich liebe dieses Messer. Nicht nur, weil es von meiner Frau kommt, sondern weil ich mir das schon ewig gewünscht habe. Jetzt, weil es mir geschenkt hat, das eine doppelte Bedeutung. So. Das zweite Review zu diesem Messer ist zu 75% in die Hose gegangen. Aber ich denke, man darf nicht immer nur das Gute zeigen, auch das Schlechte zeigt, wie man es besser machen kann. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und dann hoffe ich, dass ich mehr Glück und Feuer mache. Aber ich verlasse mich nicht mehr auf Holz. Nicht in dieser Jahreszeit. Da bringe ich Brennpaste mit. Da gibt es auch wieder richtig schön was zu essen. Und einen leckeren Tee. Cool, wir ist ja. 60 Grad, auch noch cooler. Und Schweine sauer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Freunde, ihr seid immer noch da. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wollt wohl nur mein Schreppes Gesicht sehen, ne? So sieht übrigens Gesicht aus, wenn man Ingwer gegessen hat. Und Ingwer ist eine echt scharfe Geschichte. Das brennt wie Sau. Also nicht wie Pfeffer oder wie man das sonst so kennt. Und das hat einen sehr eigenartigen Geschmack, die richtig brennen auf der Zunge. Sollten wir es mal probieren. Pure Ingwer. Kein Vergnügen, das zu essen. Weil es so aussieht. Aber da geht schon der Punk ab. Das sollte gesagt sein. Schluck Tee hinterher. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.